Was allerdings immer wieder gesagt werden muss, dass ein Großteil der Infektionen auch zum heutigen Zeitpunkt nicht vermeidbar sind, weil sie durch die eigene Patientenflora erzeugt werden. Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt. Hallo ihr Lieben, hier sind Steffi und Tina mit einer neuen Folge zu den ärztlichen Kunstfehlern. Zuerst aber zu eurer Post, die geht an kunstfehler@podcastfabrik.de. Da fragt Regina, warum heißt das eigentlich Kunstfehler? Es ist ja gar kein Künstler, der sich da vermalt oder nicht richtig arbeitet. Ja, das ist eine gute Frage. In der Umgangssprache wird ein Behandlungsfehler oft als Kunstfehler bezeichnet. Die Erklärung ist das lateinische Lege Artis oder das englische State of Art, was Regeln der ärztlichen Kunst bedeutet. Das ist im Juraforum zu lesen. Im Wörterbuch steht, Kunstfehler ist ein Fehler, den ein Arzt während einer Operation oder einer anderen ärztlichen Handlung macht und damit dem Patienten Schaden zufügt. Der Arzt als Künstler am Patienten. Unser großes Thema heute, Krankenhauskeime. Jährlich sterben nämlich mehr Menschen an Krankenhauskeimen als bei Unfällen. Ein besonderes Problem sind multiresistente Keime, MRSA. Das heißt ausführlich methicillinresistenter Staphylococcus aureus. Jährlich sterben also mehr Menschen an Keimen als bei Verkehrsunfällen. Pro Jahr fangen sich deutschlandweit etwa 500.000 Menschen, also wirklich 500.000 Menschen, eine solche Infektion im Krankenhaus ein. 15.000 Menschen sterben sogar an den Folgen multiresistenter Keime. Das sind Hochrechnungen vom European Center for Disease Prevention and Control, kurz ECDC. Die harten Fakten? Da kommt ein Mann aus Brilon ins Spiel und dem sollte eigentlich nur eine Infusion gelegt werden. Der Mann kommt mit Tinnitus, mit Ohrgeräuschen ins Krankenhaus. Zur Infusion bekommt er am linken Arm eine Venenkanüle. Das ist so eine Kanüle, die in der Vene bleibt. Die Infusion legt ein Krankenpflegeschüler. Beim Entfernen infiziert sich der Patient mit MRSA-Keimen mit multiresistenten Staphylokokken. Der Pflegeschüler hatte beim Ziehen der Infusionsnadel die gleichen Handschuhe an, die er auch bei dem Patienten davor getragen hatte. Er hat somit die Hygienevorschriften missachtet. Die Folge? Der Patient leidet über Monate unter heftigen Schmerzen und zieht sich einen Abszess, eine eitrige Wunde im Bereich der Lendenwirbelsäule zu. Die muss sogar operiert werden. Der Mann verklagt das Krankenhaus auf Schadensersatz, auf ein angemessenes Schmerzensgeld. Zu Recht entscheidet das Oberlandesgericht Hamm und spricht ihm 40.000 Euro Schmerzensgeld zu. Nach der Beweisaufnahme stehe fest, dass der Kläger die MRSA-Infektion erlitten habe, weil er im Krankenhaus grob fehlerhaft behandelt worden sei. Der Krankenpflegeschüler habe beim Entfernen der Infusionskanüle grundlegende Hygienevorschriften verletzt, weil er es versäumt habe, die Handschuhe zu wechseln, mit denen er zuvor einen Mitpatienten versorgt hatte. Diesen Ablauf habe der Kläger im Prozess bewiesen. Das Abstöpseln der Infusion ohne vorherige Desinfektionsmaßnahmen sei nach dem Gutachten des medizinischen Sachverständigen grob behandlungsfehlerhaft. Durch den Behandlungsfehler sei der Kläger mit dem MRSA-Keimen infiziert worden. Der Sachverständige habe bestätigt, dass die Einstichstelle der Kanüle eine Eintrittspforte für Keime sei und der Behandlungsfehler zur Infektion des Klägers mit den danach aufgeführten Komplikationen geführt haben könne. Bei der Höhe des Schmerzensgeldes sei zu berücksichtigen, dass der Kläger infolge der Infektion arbeitsunfähig geworden sei. Bei der Firma Hycom mit Sitz in Höxter ist genau dieser Fall bekannt. Geschäftsführer Gregor Hoffmann sagt, also grundsätzlich gibt es natürlich gravierende Mängel in diesem Bereich. Ob letztendlich das die Ursache war für diese Infektion, lasse ich mal dahingestellt. Ich persönlich glaube das nicht, weil ein einfacher Handschuhwechsel, wenn der nicht stattfindet, nicht zwingend auch gleich zu einer Infektion führt, weil wir natürlich auch unsere normalen Abwehrkräfte weiterhin zur Verfügung haben. Die Firma Hycom arbeitet mit Arztpraxen, Reha-Kliniken und auch mit vielen Krankenhäusern zusammen und sorgt da für hygienisch einwandfreie Verhältnisse. Ja, man kann echt nur drüber staunen, an welchen Stellen in einem Krankenhaus überall Hygienebeauftragte ansetzen. Von den intensiven Überwachungen und Schulungen des Pflegepersonals mal ganz abgesehen. Es gibt Hygienetechniker, die Krankenhaushygiene beschäftigt sich ja auch nicht nur mit Patienten, sondern auch mit dem technischen Umfeld.
Das heißt Lüftungsanlagen in den OPs, Lüftungsanlagen in Untersuchungsräumen oder Wasserhygiene, Legionelleninfektionen. Auch die technische Hygiene müssen wir mit überwachen durch regelmäßige Kontrollen, aber auch Schulungen im technischen Bereich, sodass wir sozusagen schon ja, umfassend vom Keller bis zum Dachboden im Hygienebereich und im Klinikbereich unterwegs sind. Das Geschick der Operierenden und auch viele Eingriffe per Schlüssellochtechnik haben diese Infektionen in den vergangenen Jahren stark gesenkt. Und trotz all dieser Bemühungen hat Hycom nur Einfluss auf die 20% der Keime, die wir als Patienten nicht automatisch mitbringen und im Gepäck haben. Erschreckend für uns als Patienten ist diese Tatsache, dass wir selber so eine Riesenmenge Keime mitschleppen und dagegen können wir nur wenig tun. Stichwort Ernährung. Das Hauptproblem gerade auch in der Tiermast ist, dass dort nach wie vor Antibiotika verfüttert werden, wenn auch in geringen Dosen. Aber eine geringe Dosis bedeutet, dass das Tier sich relativ schnell, beziehungsweise die Darmbakterien des Tieres sich relativ schnell daran gewöhnen können und dann diese Resistenz aufbauen. Und Sie können mal in einen Stall gucken, wenn da Tausende von Hühnern sind, die geben natürlich untereinander die Erreger weiter und auf dem Schlachtwege kommen, patscht dann diese Erreger zum Verbraucher, ohne dass wir das spüren. Und es ist ein stiller, schleichender Prozess, den wir seit Jahren beobachten, dass gesunde Menschen sich besiedeln mit multiresistenten Erregern, ohne es zu spüren. Die machen keinen Durchfall, die machen keine Schmerzen oder Verdauungsbeschwerden oder sonst etwas. Nein, man spürt es gar nicht. Es wird erst dann sozusagen existent, wenn ich ins Krankenhaus komme, muss operiert werden am Darm. Ja? Oder ich bekomme einen Blasenkatheter gelegt und darüber eine Harnwegsinfektion und dann heißt es auf einmal, da ist ja ein multiresistenter Erreger. Wo kommt der denn her? Dann heißt es, ja, natürlich im Krankenhaus erworben. Nein, die vielen Menschen bringen den mit und dann haben wir wieder diese 80%, wo praktisch die eigenen Erreger die Infektion verursachen, sodass dann auch dieser multiresistente Erreger sozusagen aus meiner eigenen Darmflora stammt. Darum geht die Medizin neue Wege. Wenn klar ist, dass eine große OP ansteht, dann werden Patienten, im Moment noch im Rahmen einer Forschung, einige Wochen vorher geimpft, um die Keime in Schach zu halten. Zukünftig wird man mehr auf Impfstoffe setzen. Dieser mRNA-Impfstoff, der für Corona jetzt sozusagen in die Bresche gesprungen ist, kommt ja eigentlich aus der Krebstherapie. Also man wird zukünftig versuchen, über entsprechende Impfstoffe Krebserkrankungen zu behandeln. Das heißt, spezifische Antikörper zu entwickeln auf diese Krebszellen, die der Mensch entwickelt hat. Und eine ähnliche Vorstellung hat man auch in der Krankenhaushygiene, dass man also für die typischen Erreger wie Staphylococcus aureus als Hautkeim oder Kolibakterien oder andere Darmkeime, die die häufigsten Infektionen verursachen, dass man dort einen Impfstoff entwickelt. Und wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel eine planbare OP hat, neue Hüfte, neues Knie, also kein Notfalleingriff, dann kann man ihn im Vorfeld impfen gegen diese wichtigsten Erreger. Gerade bei den Hüft- und Knieprothesen sind die häufigsten Erreger Hautkeime, die vom Patienten selber kommen. Und wenn der Patient dann entsprechend geimpft ist, entwickelt er während dieser Einheilungsphase keine Infektion und ist dadurch geschützt. Aber auch im normalen Krankenhausalltag setzt die Firma Hycom an, beobachtet alle, die in der Pflege tätig sind, ganz genau, denn die Mitarbeitenden, die brauchen ja auch Schutz und Unterstützung. Wir kontrollieren auch sozusagen im täglichen Ablauf, machen wir Beobachtungen, wenn die Mitarbeiter das Zimmer betreten und wenn sie es wieder verlassen, um einfach dann auch sozusagen denen zu spiegeln, pass mal auf, an dieser Stelle hättest du doch besser erst die Handschuhe noch angelassen oder erst die Handschuhe desinfiziert, bevor du die Kleidung ablegst und. Also so bestimmte Dinge, die wir denen immer wieder auch vermitteln, um einfach Hilfestellung zu geben. Ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, arbeitet natürlich auch in der Hygiene ganz anders und viel effektiver als jemand, der unter Hektik und Stress unterwegs ist, dann beginnen sofort die Fehler. Vom Robert-Koch-Institut gibt es immer wieder aktualisierte Videos dazu, wie zum Beispiel in Pandemien wie Corona Schutzkleidung angelegt werden und auch ganz wichtig, in welcher präzisen Reihenfolge sie hygienisch unbedenklich auch wieder abgeworfen werden muss. Das gibt den Mitarbeitenden natürlich einerseits Sicherheit, muss andererseits aber auch immer wieder eingeübt und auch überprüft werden. Wir kontrollieren auch im täglichen Ablauf, machen wir Beobachtungen, wenn die Mitarbeiter das Zimmer betreten und wenn sie es wieder verlassen, um einfach
dann auch zu spiegeln, pass mal auf, an dieser Stelle hättest du doch besser erst die Handschuhe noch angelassen oder erst die Handschuhe desinfiziert, bevor du die Kleidung ablegst und, und. Also so bestimmte Dinge, die wir denen immer wieder auch vermitteln, um einfach Hilfestellung zu geben. Wir haben es also auch zum Teil selbst in der Hand, wie sehr uns Keime zu schaffen machen, durch unser Essen und durch unser Urlaubsverhalten. Nach Reisen nach Indien zum Beispiel haben wir quasi die Garantie für multiresistente Keime. Und Stichwort Essen, naja, wenn es was Besonderes geben soll, dann ist wie immer die Devise, wenn schon Fleisch, dann bitte möglichst Bio. Die Weihnachtsgänse, wenn man die vom Bauern kauft und die auf der Wiese gestanden haben, da braucht man sich keine Gedanken machen. Es geht in erster Linie um die Massentierhaltung. Das ist, glaube ich, das große Problem in Deutschland. Aber wir Verbraucher wollen ja billiges Fleisch und dann müssen wir solche Dinge in Kauf nehmen. Und wir von der Krankenhaushygiene müssen dann sozusagen diesen langen Atem spüren. Das ist einfach so. Tja, das hätte ich persönlich echt nie so gedacht, dass wir mit unseren Keimen, die wir einfach immer so mit uns mitschleppen, so sehr an unseren Krankheiten schuld sind. Und ja, wenn alle Antibiotika dann irgendwann nicht mehr helfen, weil alle Keime resistent sind, dann sind die Therapiemöglichkeiten echt begrenzt. Kein Wunder also, dass verzweifelte Patienten Wege beschreiten, bei denen uns erstmal spontan ein bisschen übel wird. Die Rettung für schwerkranke Patienten kann Stuhltransplantation sein. Ja, es ist genau das, wonach es klingt. Bei Kranken, deren Darmflora sehr gestört ist, wird diese Therapie angewendet. Stuhl eines gesunden Spenders wird verflüssigt und grob gefiltert und zum Beispiel als Einlauf in den kranken Darm gebracht. Mittlerweile wird da auch an Kapseln gearbeitet. Mehrmals mit einem zeitlichen Abstand von einigen Wochen kann dann ein kranker Darm tatsächlich wieder mit guter, gesunder Darmflora besiedelt werden und Menschen wird so geholfen. Schon vor 10 Jahren hat das Massachusetts Institute of Technology in Boston die erste öffentliche Stuhlbank in den USA gegründet. Schräger Fakt am Rande. Angeblich versuchen mittlerweile finanziell angeschlagene Promis in Amerika, ihre Stuhlproben meistbietend zu versteigern. Das ist unglaublich. In der nächsten Folge geht es um Andrea. Sie hat uns geschrieben an kunstfehler@podcastfabrik.de. Ist das was für euch? Mein Fall? Dann war wenigstens nicht alles vergebens, wenn die Sache eine Stimme bekommt, schreibt sie. Bei uns bekommt Andrea eine Stimme. Bis dahin, passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Ärztliche Kunstfehler. Wenn die Medizin versagt.